Okay, der nächste Wunsch war Rubber Guard. Nun, Rubber Guard ist genug für eine ganze DVD. Deshalb zeige ich jetzt erstmal nur die wesentlichen Schritte und die wesentlichen Details, die mir wichtig sind, auf die ihr achten solltet. Und danach, im zweiten Video, zeige ich ein paar alternative Methoden, wie man es vielleicht noch besser machen kann, abhängig von der Situation. Ihr müsst mal gucken, kämpft ihr jetzt für MMA oder für Grappling? Beim Grappling ist die Close Guard eine tolle Position und ich würde sie nicht einfach aufgeben für einen Scramble. Im MMA ist Close Guard von unten beschissen. Wenn ich da einen Oberklatter Sweep mache, der im Scramble endet und beide stehen auf, ist das gut. Also fangen wir mal an. So. Wir sind hier, ich merke, ich kann seinen Nacken packen. Das ist der erste Schritt. Ich komme hier rein und ziehe ihn runter. Von hier aus gehe ich in Mission Control. Dabei ist wichtig, dass ihr die Zehen anzieht und ihn hier gut fassen könnt. Okay, noch einmal. Ich bin hier. Ich packe ihn. Ich stürme leicht. Mission Control. Jetzt werdet ihr merken, okay, je stärker er auf mir drauf liegt, umso schwerer wird es. Hier muss ich schon sehr gelenkig sein. Schaffe ich es vorher mehr zu stimmen, wird es einfacher. Nächster Schritt von hier. Ich gehe unter seinen Arm, Zombie, und bringe seinen Arm auf den Boden. Das ist New York. Nun, oftmals gelingt es uns, hier schon vorher reinzukommen. Wenn er die Arme streckt zum Beispiel, ja, steck mal hier, genau, und ich komme nicht ran, ja, ich versuche anzukommen, ja, dann kann ich versuchen, hier ihn zu Boden zu bringen. Wenn ich einen Overhook habe und den Nacken, ist das der ideale Weg, um reinzukommen. Das ist der beste Eingang, um gleich von hier aus in einen New York zu kommen. Ja, wichtig ist in New York, schwimmt zur Seite und dann zieht die Zehen an und umarmt hier euer Knie. Umarmt euer Knie, haltet es eng fest. Wenn ich hier zu lose bin, kann er seinen rechten Arm wieder rausziehen. Und er wäre weg. Kurze Erklärung. Hier merkt ihr, ich komme bis ungefähr hier hin, dann schmerzt es in meinem Knie. Liege ich auf der Seite, kann ich den Fuß bis auf den Boden bringen. Er muss gar nicht am Kopf sein. Und ich habe hier eine super Position, ohne dass ich irgendeine Spannung im Knie habe. Wenn ihr ungelenkig seid, müsst ihr die Hüfte stärker einsetzen. Also stärker Schritt ein. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir sind wieder hier. Schrimpen. Das ist bereits New York. Was mache ich als nächsten Schritt von hier? Ich drücke mit dem Ellbogen, mit der Ellbogenspitze gegen den Kopf, seinen Kopf weg. Und ich komme in Chill Dog. Das ist die Chill Dog-Position. Und hier kann ich verharren, hier kann ich warten. Und jetzt geht es von hier aus in Omoplata. Und im MMA ist das immer super, weil ich meine Bodenlage aufgeben kann. Im Grappling mache ich den nur, wenn ich sicher bin, dass ich danach auch wirklich einen Tap oder eine gute Side-Control bekomme. Von hier. Den Fuß vor den Kopf bringen. Bein strecken. Und jetzt könnte ich hier, wenn ich alles gut mache, ihn tappen. Aber, wenn David schlau ist, rollt er raus, dann muss ich von hier reingehen, in Side-Control. Entweder mit Kontrolle des Arms, vielleicht mache ich hier einen Handgelenkhebel oder aber ich gehe gleich in die Side Control. Im MMA würde ich alles schnell machen. Schnell reingehen in den Omoplata, einen Sweep hervorrufen, oben bleiben. Im Grappling mag ich es nicht so sehr, weil ich denke, die Close Guard ist mehr wert als ein unkontrollierter Scramble.